Erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht. Gib ihm sein Recht vorab, und der Knecht hieß
hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Strecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
Thanks.
Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte seine Jünger und seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit ich.
Priester Caritas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm:
Jesum von Kaifas vor das Richthaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: antwortete:
sprach Pilatus zu ihm: Wo bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Pilatus Jesus.
Amen.
Stücken, in allen Stücken, im Himmel gleiche, im Himmel gleiche geht. Er begeht wie sein Blut verrücken, in allen Stücken, im Himmel gleiche geht. Er begeht, er begeht, er begeht wie sein Blut gefärbt, verrücken, in allen Stücken, in allen Stücken, im Himmel gleiche, im Himmel gleiche. Setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:
wieder hinein in das Richthaus und sprach zu Seht, dass ich
sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welches heißet auf Hebräisch Golgatha. Thank you.
ihm 10 andere zu beiden Seiten. Jesum aber mitten innen. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato:
geteilet und habe über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte, es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas bei und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den ihr lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu
Herzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen. Oh!
dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über. Denn desselbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der, das gesehen hat, er hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Abermals spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Niemand je gelegen war. Da
selbst hinlegten sie Jesum, und des Rüsttags